Merci vielmals, Lea. Wir sind im letzten Teil unserer Predigtserie «Felsenfest». Heute mit dem Titel «Nicht mehr der Gleich, er verändert mich». Und ich möchte dir gerade am Anfang eine Frage stellen. Die Vorstellung, dich zu verändern, ist das für dich etwas Positives oder eher etwas Negatives? Ich schreibe unglaublich gerne Karten oder auch Briefe zum Geburtstag. Aber das war nicht immer so. Als Kinder, wenn wir ein Geschenk bekommen haben zum Geburtstag, dann haben unsere Eltern gesagt, jetzt schreibe dir eine Dankeskarte. Und das hat uns angeguckt. Und sie haben gesagt, hey, nichts ist, ihr müsst das machen. Das gehört sich, wenn man ein Geschenk bekommt. Über die Zeit hat sich etwas verändert in meinem Herz. Ich habe nämlich gemerkt, hey, wow, wenn ich einen Geburtstagsgruß schreibe oder eine Karte, kann ich Menschen ermutigen, kann ich etwas an Wertschätzung überbringen. Und darum mache ich das heute unglaublich gerne. Es hat eine Veränderung in meinem Herz stattgefunden. Veränderung ist ein Thema, das mich auch als Vater begleitet. Zusammen mit meiner Frau, der Sissi, haben wir uns mehrere Übungen so ein bisschen die Frage gestellt, hey, wo möchten wir unsere Kinder hinbegleiten? Was wünschen wir uns, wie unsere Kinder sind, wenn sie erwachsen sind? Damit wir das im Auge behalten können, wenn wir sie erziehen. Und uns ist es wichtig, dass sie, unsere Kinder mal erwachsene Menschen sein dürfen, die wissen, dass sie wertvoll sind, dass sie geliebt sind, dass sie stabil und sicher sind in ihrer Identität. Wir sagen unseren Kindern immer wieder, hey, wir sind als Familie grosszügig und freundlich, weil das ein Wert ist, wo wir möchten, dass sie den in ihrem Leben haben. Ein Charakterzug, der ihr Leben auszeichnet. Ja, und dann möchten wir, dass unsere Kinder mit den Begabungen, die sie haben, können einen Unterschied machen in dieser Welt, dass sie ein Segen können sein für andere Menschen, wenn sie erwachsen sind. Das ist so das Bild, das wir vor Augen haben, wenn wir unsere Kinder erziehen und auch begleiten in den Veränderungen, die sie machen. Aber der Weg ist manchmal nicht so einfach, wie sich so ein Bild malen. Ich denke so an die Situationen, wo eines von unseren Kindern heimkommt und sagt, ja, Papi, ich habe meine Jacke liegen lassen auf dem Schulweg. Und dann sage ich, du, ja, dann musst du sie holen gehen, gehst noch mal zurück. Und dann geht manchmal dann der Krach los, oder? Nein, ich habe keine Lust mehr, jetzt da rauszugehen. Und es ist nicht mein Fehler, dass die dort liegen geblieben ist. Und je nachdem, wie viel Geduld das ich habe, wie ruhig dass ich bin, kann ich entweder mir Zeit nehmen und sagen, hey, ich würde dir gerne in Zukunft mehr anvertrauen, aber dann musst du können mit den Sachen, die du hast, umgehen. Ich würde dir gerne mal mit 18 den Autoschlüssel in die Hand drücken. Aber dann muss ich von dir wissen, hey, bist du mit den Sachen richtig umgegangen, die ich dir anvertraut habe? Oder manchmal habe ich auch weniger Geduld, bin nicht so gut drauf und dann streiten wir und dann heisst du, wenn du die Jacke jetzt nicht heimbringst, dann gibt es keine Nacht, du musst zuerst die Jacke heimbringen oder so. Also je nachdem. Aber der Weg ist manchmal steinig. Aber das Ziel ist, dass unsere Kinder Menschen werden können, die einen Charakter haben, wo sie können sagen, wow, mit dem komme ich gut durchs Leben. Eine Identität, wo sie sicher sind drin. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 10. Unsere leiblichen Väter haben uns eine Zeit lang erzogen, so gut sie es konnten. Und da stimme ich zu, uns wird nicht alles gelingen. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Und das sind wir in den Gedanken der Predigten aus unserer Serie. Wir haben von Florian gehört vor 2 Wochen. Wir haben in der Wiedergeburt haben wir ein neues Leben von Gott bekommen. Das heisst, wir sind wie Babychristen und Gott möchte jetzt, dass wir wachsen. Gott möchte, dass wir uns verändern, dass wir nicht Babys bleiben, sondern dass wir als Kinder im Glauben unseren Vater kennenlernen. Dass wir Teenager im Glauben werden, mutige Sachen machen. Dass wir Väter und Mütter im Glauben werden. Und das bedeutet, dass wir wieder auch Verantwortung übernehmen können für andere Menschen. Sie im Glauben zu begleiten. Gott möchte, dass wir wachsen, dass wir vorwärts kommen. Da haben wir letzte Woche gehört von Matthias, dass wir adoptiert worden sind von Gott, wo wir zum Glauben gekommen sind an Jesus. Das heisst, wir haben einen Vater im Himmel und wir haben eine Familie. Und die Familie Gottes ist dadurch gekennzeichnet, dass Menschen nicht mehr sagen, oh, jetzt muss ich Gottes Gebot halten, sondern dass wir mehr und mehr können sagen, hey, wow, das, was Gott sagt, das mache ich gern, weil ich möchte meinem Vater Freude machen im Himmel. Weil ich möchte, dass er Freude hat an meinem Leben. Es ist eine Beziehung von der Liebe, es ist eine Herzensüberzeugung geworden und nicht einfach nur ein Druck von außen. Hey, Gott möchte,
Weil er unser Vater ist, dass wir unser ganzes Potenzial entdecken können, wo der Vater in uns hineingelegt hat. Vielleicht so wie der Stein, der äußerlich so ganz zur Furcht aussieht. Und wir wissen, dass unser Leben in manchen Sachen auch so kaputt ist oder deformiert oder nicht schön aussieht. Aber mit der Zeit wird Gott uns verwandeln, dass wir so zu einem Edelstein werden dürfen, so wie Gott uns gedacht hat, wertvoll. Mit Potenzial, mit Begabungen. Und Gott begleitet uns auf dem Weg. Die Bibel sagt dem Weg Heiligung. Wir werden Jesus immer ähnlich. Und mein Ziel für die Botschaft heute ist, dass du kannst sagen, hey, wow, ich möchte heilig werden. Jetzt heilig, das ist nicht primär altmodisch oder irgendwie komisch oder äußerlich angepasst oder abgehoben, sondern heilig bedeutet, dass wir Gott Freude machen mit unserem Leben. Dass wir so geliebt sind von Gott, dass wir uns bewusst sind, hey, wow, wir sind seine Kinder, dass es uns nicht schwerfällt, anderen Menschen zu dienen. Dass wir Freudigkeit haben, auf andere Leute zuzugehen. Eben genau, wie es Jesus da hat. Andere Menschen höher achten als uns selber. Das hat jetzt viel auch mit der ersten Predigt noch zu, von unserer Serie Felsenfest. Wir haben nämlich gehört, Gott hat uns gerecht gesprochen, obwohl wir noch Sünder sind. Der Luca hat das so schön geschildert, hey, wir sind in dem Gerichtssaal inne und Gott sagt, hey, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich nur das, was Jesus gemacht hat, seine Gerechtigkeit, seine guten Werke. So sieht uns Gott. Er verurteilt uns nicht mehr für unsere Sünden. Die Gerechtigkeit von Jesus ist über unserem Leben. Und jetzt sagt Gott, hey, das, was ich über dir ausgesprochen habe, wo schon feststeht, ich möchte, dass das ein Teil von deinem Leben wird. Dass du das verinnerlichen tust in deinem Leben. Dass sich Gottes Heiligkeit anfängt auswirken in unserem Leben. Gott sagt quasi, hey, ich habe dich gerecht gesprochen, jetzt fang an gerecht zu leben. Ich habe dich adoptiert, jetzt fang an die Familienkultur von Gott zu leben. Wie es in Philipper 2, Vers 12 heisst, ihr sollt alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Jetzt nochmal, es bedeutet nicht, dass wir uns die Rettung verdienen müssen. Ich glaube, jetzt sind wir felsenfest nach dieser Serie. Wir wissen, hey, wir sind aus Gottes Gnade raus, sind wir angenommen und gerettet. Das ist keine Frage. Aber die Rettung soll sich jetzt auswirken, dass wir anfangen zu denken wie Jesus, handeln wie Jesus, fühlen wie Jesus. Und da spüren wir, dass da eine Kraft in uns wird, eine Schwerkraft, die gegen unten zieht. Kraft der Sünde. Nicht umsonst ist an Paulus die Frage gestellt worden im Römer 6. Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, nachdem Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Nein, natürlich nicht, sagte Paulus. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Ich glaube, es ist ein Grund, wieso dass wir das ganze Leben lang in dem Prozess werden sein, von der Heiligung. Jesus ähnlicher zu werden. Ein Grund davon ist, weil die Sünde so tief in uns steckt und uns in unseren Gewohnheiten so prägt hat. Schau, darum kannst du dich nicht einfach von einem vollmächtigen Pastor frei beten lassen, von deinen finanziellen Schulden oder von deinem Temperament, wo du launisch oder aggressiv bist oder von deinen Gedanken vom Ehebruch. Da wird nicht einfach einer kommen, ein kurzes Gebet sprechen, pack, und du bist völlig frei. Nein, es ist ein Prozess, wo wir die Herrschaft der Sünde deren entgegenstehen und sagen, nein, ich will Jesus ähnlich werden. Eine andere Auswirkung der Sünde ist, dass wir gewohnt sind, zu meinen, wir sagen okay. Gott habe überhaupt kein Problem mit unserem Leben. Ich meine, mein Nachbar ist viel schlimmer als ich. Gott wird schon okay sein mit mir. Das ist eine Auswirkung der Sünde. Wir haben vergessen, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er ganz einen anderen Maßstab hat an unser Leben. Und schau trotzdem, Gott ist so gut. Vielleicht hast du noch nie von Jesus gehört, von seiner Liebe, dass er als Kreuz ist für unsere Sünden. Und genau dir sagt Gott in der Bibel, bis jetzt hat Gott über die Unwissenheit der Menschen hinweggesehen. Doch nun gebietet er den Menschen auf der ganzen Welt, sich von den Götzen, respektive all das, was wichtiger ist als Gott, abzukehren und sich ihm zuzuwenden. Das macht Gott, weil er
voller Güte ist zu deinem Leben. Uns Christen, sagt Gott, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Weißt du, wieso der Lifestyle authentisch ist? Er ist so authentisch, weil Gottes Leben schon in mir ist. Der Heilige Geist wohnt in mir. Und sein Leben wirkt sich mehr und mehr aus. Und manchmal habe ich noch Gefühle von, ich habe keine Lust oder das ist jetzt nicht mein Ding. Aber die Gefühle sind noch geprägt von meinem alten Leben. Hey, aber das Authentische, das Neue, das Reale, das ist schon da. Manchmal sind wir blind für das, was Gott tun möchte. Ich denke so an König David. Er hat sich gesagt, hey, jetzt bin ich so lange, habe ich für Gott gekämpft und alles da für ihn. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen zur Ruhe setzen. Er ist daheim geblieben, ist am Abend auf dem Balkon spazieren und sieht die nackte Frau am Boden und sagt sich, hey, das habe ich mir jetzt verdient. Geht sie daten, sie schlafen miteinander, obwohl die Frau verheiratet ist. Und vermutlich hat Gott lange probiert, David sein Herz anzusprechen, durch sein Gewissen. Er hat gesagt, hey, das ist nicht der Lifestyle vom Reich Gottes. Aber David hat gesagt, hey, das ist jetzt mein Ding, das habe ich mir verdient, meine Gefühle waren so und ich muss meine Gefühle auch Raum geben. Und Gott hat ihn nicht erreicht und hat ihm darum einen Prophet geschickt. Ein Prophet, der ihm sagt, hey, du hast dich verhalten wie ein reicher Mann, der zu einem Armen geht und sein letztes Schäfchen nimmt und grilliert für ein grosses Festmahl. Du hast das Einzige genommen, was er hatte, obwohl Gott dir so viel gegeben hat. Und der David hat gesagt, hey, genau das bin ich. Und der David hat gemerkt, hey, ich habe etwas da, wo Gott verletzt hat, wo Gott betrübt hat. Ich habe gesündigt gegen ihn. Und schau, kennst du das nicht auch? So die Überführung vom Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist sagt, hey, ich verurteile dich nicht, aber ich möchte dich zurückbringen zum Herz von Gott. Gott möchte, dass du wachsen tust, dass du verändert wirst ins Bild von Jesus. Darum nimm die Vergebung von Jesus an und lass dich weiter verändern von ihm. Jetzt, wie geht denn der Veränderungsprozess? Und wir gehen nochmal zurück zu unserem Vers in Philipper 2, 12 bis 13. Wir sind in einem Teamwork mit Gott. Auf der einen Seite sagt Gott uns, hey, setzt alles daran, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das ist unser Teil. Aber auf der anderen Seite, Gott hat den Bärenanteil, oder? Gott selbst wirkt ja in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, das zu tun, was ihm gefällt. Hey, wow, du hast die grösste Unterstützung im Universum, zum so werden wie Jesus. Gott steht voll hinter dir. Und ich möchte dir die beiden Seiten im Neuen Testament noch ein bisschen zeigen. Verse, wo Gott sagt, hey, ich verändere dich. Durch Jesus Christus möge er, das ist der Vater, in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Denn der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Wow, du hast so viel Support von Jesus, vom Vater, vom Heiligen Geist, zum Werden wie Jesus, zum das volle Potenzial, der Diamant zu werden, wo du bist und wo Gott dich so, wie Gott dich gedacht hat. Und jetzt sagt das Neue Testament auch, dass wir sollen dranbleiben. Bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Und lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind in einem Teamwork mit Gott. Schau, ich will dir ein Bild geben. Wenn dein Kind verschüttet würde, vielleicht ein Haus, das zusammenbricht und Beton und Bretter liegen über deinem Kind, es lebt noch, aber es braucht Hilfe. Und die Rettungskräfte sind schon da mit dem Presslufthammer und allen Instrumenten und sie sind top ausgerüstet. Würdest du dann sagen, ah ja, die Rettungskräfte sind da, die sind super ausgerüstet, ich gehe mal einen Kaffee trinken, muss mir keine Sorgen machen um mein Kind. Das würdest du nie machen. Was du würdest machen, ist mit deinem ganzen Gewicht gegen den Betonblock anlehnen und alles geben, um dein Kind zu retten. Auch wenn du weißt, dass Leute mit dir sind, die viel, viel mehr Kraft haben. Wieso? Weil dein Herz voll drin ist.
weil du den Schmerz kennst, wo das Bild auslöst. Du bist voll dabei. Und genauso ist es mit der Heiligung. Wir sagen nicht, ja, hey, Gott ist so gut, er wird alles tun, ich muss da nichts machen. Sondern, hey, ich will Gott lieben von ganzem Herzen, mit meinem ganzen Willen, mit all meiner Kraft. Und du tust dein ganzes Herz dort rein. Hey, ich will der Diamant werden, wo Gott gesagt hat, der wird ich sein. Im Verlauf von unserem Leben als Christen pendeln wir manchmal so zwischen den beiden Seiten. Dieser Seite von, hey, Gott ist gut, ich bin gerettet, Halleluja. Und dieser Seite, wo wir sagen, oh nein, ich sollte noch mehr beten und das ist noch nicht gut in meinem Leben und jetzt habe ich schon wieder versagt und ich mag jetzt dann nicht mehr. Und wir pendeln hin und her. Und Gott wird uns eine Balance geben. Und die Balance ist so schön ausgedrückt in einem Buch von Richard Foster, wo schreibt, es geht darum zu tun, was wir tun können, um von Gott die Kraft zu bekommen, zu tun, was wir nicht tun können. So gut, ich will es gerade noch mal lesen. Es geht darum, zu tun, was wir tun können. Das ist Heiligung. Um von Gott die Kraft zu bekommen, zu tun, was wir nicht tun können. Und genau das sagt unser Text auch. Hey, er gibt uns das Willen und das Vollbringen. Das heisst, er gibt uns die Motivation. Du musst mal achten auf den Heiligen Geist. Er sagt dir jeden Tag, hey, in der Bibel lesen, das ist so etwas Gutes. Du spürst die Motivation, hey, ich will Gott besser kennenlernen. Ich will sein Wort lesen. Ich will wieder mal Zeit haben mit Gott im Gebet. Das ist Motivation, die vom Heiligen Geist herkommt, wenn du anhörst. Und auf der anderen Seite gibt er uns auch das Vollbringen. Das heisst, Gott gibt uns die Willenskraft. Er stärkt unseren Willen, den wir bekommen haben. Zum auch sogar gegen unsere Gefühle oder gegen den Zeitgeist oder gegen unsere Unlust aufzustehen und zu sagen, nein, hey, Gebote von Gott sind mir wichtig und Gott wird mir helfen, das zu tun, was er gesagt hat. Hey, und darum kannst du sagen, ich möchte heilig werden. Und du kannst auch sagen, ich werde heilig werden, weil Gott gibt dir das Willen und das Vollbringen. Hey, wie können wir das ganz konkret leben? Ich möchte ein paar Ansatzpunkte geben, wo du dir einen davon auswählen kannst, wo du sagst, hey, da will ich ansetzen, um Jesus ähnlicher zu werden. Das erste ist, lass dich faszinieren. Das biblische Wort dafür ist Anbetung. Staunen über Jesus. Vielleicht liest du noch nicht regelmässig die Bibel. Und das ist ein super Moment, diese Woche, diesen Sonntag, um jetzt zu starten und zu sagen, hey, ich möchte jeden Tag eine Seite aus den Evangelien lesen. Oder vielleicht eine halbe Seite. Aber einen Anfang machen und sagen, ich will den Jesus besser kennenlernen. Und dann wirst du Geschichten lesen, wo Jesus sogar seine Feinde vergibt. Oder wo Jesus sich Zeit nehmen kann für Kinder, für die Geringsten aus der Gesellschaft. Oder Geschichten, wo Jesus ein Obergauner wie der Zachäus sagt, hey, bei dir will ich zu Nacht essen, weil er interessiert ist an jedem Mensch. Und du wirst sagen, hey, so will ich auch sein. Das ist das Bild, das ich vor Augen haben will. Darum haben wir auch wöchentlich unsere Gottesdienste. Wenn wir sagen, hey, wenn ich über Jesus singe, wenn ich in seiner Gegenwart bin, wenn ich Predigt höre, werde ich fasziniert von dem, was ich eines Tages wird sein, nämlich so ähnlich wie Jesus. Dann zweitens, schau gut in den Spiegel. Schau gut in den Spiegel. Auf der einen Seite sagt uns die Bibel selber ist wie ein Spiegel. Wenn wir darin lesen, sehen wir, wer wir sind. Und wie wir sind. Auf der anderen Seite sind unsere nächsten Menschen in unserem Umfeld sind oft ein Spiegel, wo wir wirklich stehen, ob wir wirklich so geistlich sind, so heilig, wie wir es manchmal denken von uns. Ich sehe es manchmal daheim. Wenn ein Kind hässig wird oder einen Wutanfall hat oder so, manchmal ist es einfach ein Hinweis darauf, dass ich selber vorher zu wenig Geduld hatte für das Kind oder zu hart war in meinem Herz. Menschen sind ein Spiegel für uns. Und manchmal betrübt es mich, wenn Leute sagen in unserer Kirche, hey, ja, weisst du, eure Predigten hier in der Kirche, die sind oft ein bisschen oberflächlich, haben nicht so viel Fleisch am Knochen, sollten viel tiefer sein, um mich zu ernähren. Hey, dann will ich dir einfach sagen, wir predigen nicht primär, dass du mehr Wissen hast, sondern wir predigen, damit sich unsere Leben verändern können. Und ich habe selber gemerkt, wenn ich im Gottesdienst sitzen und sagen, Heiliger Geist, was ist das, was du zu mir willst reden, damit mein Leben sich verändern kann. Ich habe noch immer etwas
können daraus herausnehmen. Schau, was bringt es, wenn Menschen über andere schlecht reden oder rasch beleidigt sind, wenn sie kritisiert sind? Was bringt dir das, wenn ich dir dann irgendeine Auslegung gebe über den Engel Michael oder sonst irgendein Geheimnis noch aus der Bibel? Was du brauchst, ist das, was die Bibel sagt: Hey, lass dich ermutigen, Gott um Vergebung zu bitten für so eine Haltung. Oder hey, such dir eine Kleingruppe, wo du offen über deine Herausforderungen auch redest und bleib an denen dran, bis sie gelöst sind. Das ist das, was unser Leben verändert. Und das ist genauso biblisch. Aber es prägt unser Leben nachhaltig. Heiligung geschieht nicht auf einer einsamen Insel, wo Gott uns alles persönlich, höchstpersönlich sagt, sondern so oft einfach, indem Gott Menschen um uns stellt, an unsere Seite stellt. Dann drittens, bleib an einer Gewohnheit dran. Der amerikanische Pastor Greg Rochelle sagt in seinem Leadership-Podcast immer wieder mal: Small disciplines done consistently lead to big results over time. Hey, kleine Gewohnheiten, kleine Schritte, wo wir konsistent tun über eine lange Zeit, bringen grosse Resultate. Bei uns in der Kleingruppe, jeder von uns in der Kleingruppe hat so ein Jahresziel, ein Jahresthema, wo man sagt, hey, an dem bin ich dran, die Person will ich werden. Und wir haben uns gegenseitig geholfen, um so kleine Gewohnheiten zu entwickeln. Der eine sagt, ich will einmal in der Woche einer Person Wertschätzung entgegenbringen, weil ich möchte in diesem Jahr ein Ermutiger werden, wie Jesus. Ein anderer sagt, hey, ich will einmal in der Woche will ich fasten, ganz bewusst Essen weglassen, weil ich möchte in dem Jahr, dass Gott wieder die Nummer eins wird, dass er das Wichtigste ist in meinem Leben und ich drücke das so aus. Ich selber habe mir gesagt, hey, ich möchte noch besser können meine Zeit nutzen, das Beste aus meiner Zeit machen. Das möchte ich in diesem Jahr erleben. Und darum habe ich mir vorgenommen, hey, ich möchte vor der 12 Uhr ins Bett gehen und um die 6 Uhr wieder aufstehen, um das Beste aus meiner Zeit machen. Und die Leute in meiner Kleingruppe dürfen mich das auch fragen. Sollen mich das auch fragen? Hey, wo bist du unterwegs? Weil sie mich ermutigen. Hey, du hast ein Ziel und möchtest Jesus ähnlich werden, das Beste aus deiner Zeit machen. Das sind die Sachen, die wir tun können, damit Gott das machen kann, was nur er tun kann. So gut. Und das Letzte, vertrau auf Gott. Heiligung ist ein Marathon. Unser ganzes Leben lang. Und darum brauchen wir so viel Ermutigung. Und etwas, was mich immer wieder ermutigt, ist das Zitat von C.S. Lewis, wo er schreibt: Bitten Sie nach jedem Scheitern um Vergebung. Das musst du unbedingt machen. Stehen Sie wieder auf und versuchen Sie es weiter. Sehr oft ist es so, dass Gott uns zunächst einmal nicht bei der Tugend selbst hilft, sondern bei dieser Fähigkeit, es immer wieder zu versuchen. Die Ausdauer, die Standhaftigkeit. Und dann schreibt er noch weiter: Denn so wichtig Keuschheit oder Tapferkeit oder Wahrhaftigkeit oder jede andere Tugend auch ist, noch wichtiger sind die Gewohnheiten der Seele, die dieser Prozess uns antrainiert. Er heilt uns von unseren Illusionen über uns selbst und lehrt uns, uns auf Gott zu verlassen. Hey, vielleicht bist du gerade in so einer Situation, du kämpfst schon seit so langem, vielleicht Monaten oder Jahren mit der gleichen Sache. Und ich möchte dir sagen, Gott ist mit dir. Verlass dich auf Jesus. Er wird jedes Mal dir vergeben, jedes Mal dir beim Aufstehen helfen und er wird dich verändern. Hey, schau, die Bibel sagt, Philipper 1, Vers 6, das Gute, das Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und ich möchte dir das noch so zeigen. Wir haben vorher geredet von dem Stein, der funkelt. Und ich möchte dir zeigen, was du im Himmel mal wirst sein. Hey, Gott wird sein Werk vollenden und du wirst ein kostbarer Diamant sein. Du wirst sehen, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du zu ihm in den Himmel gehst, du wirst sehen, wie wertvoll das Gott dich gemacht hat, wie sehr er dich verändert hat in sein Bild. Und darum möchte ich dich fragen, möchtest du Jesus ähnlich werden? Der Jesus, der so Freude gehabt, mit Menschen zusammen zu sein und gleichzeitig so viel Mitgefühl für Menschen gehabt hat. Der Jesus, der so ehrlich hat können reden und gleichzeitig so viel Liebe für Menschen gehabt hat. Möchtest du ihm ähnlich werden?
Ich möchte dich heute herausfordern. Lass das nicht ein Sonntag sein, wo du sagst, okay, jetzt habe ich wieder eine schöne Predigt gehört, sondern triff eine Entscheidung. Ich lasse mich nicht länger von der Sünde beherrschen. Ich lasse mich nicht länger von negativen Gewohnheiten runterziehen in meinem Leben. Sondern ich bin bestimmt von Gott, dass ich mein volles Potenzial kennenlernen darf, ausleben in meinem Leben. Und dann kannst du vielleicht gerade heute sagen, hey, kannst du beten und kannst sagen, hey, Vater im Himmel, ich möchte Jesus ähnlich werden. Kannst du mir gerade nachbeten, kannst du sagen, hey, Vater im Himmel, ich möchte Jesus ähnlich werden. Ich möchte mich auf diese Reise begeben. Und du kannst Gott bitten und sagen, Gott, zeig mir, wo ich ansetzen soll, was so der erste Schritt ist, den ich machen darf. Gib mir Menschen an meine Seite. Oder red mit deinen christlichen Freunden. Red mit ihnen darüber. Hey, was ist das, was Gott machen möchte in meinem Leben? Und wie könnte ich mich dabei unterstützen und ermutigen? Und mich würde es riesig freuen, von dir zu hören, was du in diesem Prozess mit Gott erlebst. Jetzt hast du vielleicht zugelassen und sagst, hey, ich würde gerne so einen Vater haben, der so an mich glaubt, wo mich verändern will, wo ein Bild von mir hat. Aber ich kenne den Gott noch nicht. Du hast Jesus noch nie in dein Leben eingeladen. Und ich möchte dir darum heute die Möglichkeit geben, dass du Jesus kannst in dein Leben einladen kannst. Ich möchte dir ein Gebet vorsprechen, wo du nachbeten kannst. Und es geht bei diesem Gebet nicht um die Worte, die sind nicht magisch. Aber es geht darum, dass du mit deinem Herz, wenn du ernst meinst, das kannst ausdrücken und Gott wird dein Gebet beantworten. Und darum wollen wir zum Schluss noch miteinander beten. Wenn du Jesus willst, zu deinem Gott machen, zu dem, der dein Leben leitet und verändert, wenn du Jesus willst in dein Leben einladen, kannst du jetzt mit mir mitbeten. Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich ohne dich gelebt habe und dass ich getrennt bin von dir. Bitte vergib mir meine Sünde. Danke, Jesus, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Komm bitte in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Hey, wenn du das Gebet mitbetet hast von Herzen, ich gratuliere dir ganz, ganz herzlich. Das ist ein riesiger Schritt auf Gott zu. Und Gott wird das Gebet beantworten. Du wirst das merken, vielleicht gerade jetzt schon merkst du es, auch in den nächsten Tagen wirst du sehen, du hast eine riesige Freude über, dass du ein Kind von Gott sein darfst. Du merkst, wie ein Frieden sich breit macht in deinem Herz, in deinen Gedanken, weil du weißt, es ist alles in Ordnung zwischen mir und Gott. Und Gott ist jetzt auf meiner Seite und er wird dich durchs Leben begleiten. Hey, ich würde gerne für dich beten, wir als Pastorenteam, als Kirche würde gerne für dich beten, dass der Weg mit Gott weitergehen kann. Du viele gute Sachen kannst erleben. Unten im Kontakt hat es ein Kontaktformular auf der Homepage oder auch einen Link, wo du uns kannst kontaktieren. Und wir würden dir gerne einmal einfach ein SMS oder einen Brief oder so schicken. Ich schreibe ja gerne Briefe, oder? Und einfach dir ein paar Schritte mitgeben, wie du Gott besser kannst kennenlernen. Wir wünschen dir Gottes reichen Segen. Auch allen, die zugelassen haben eine super Woche. Und ich gebe weiter.